Neues vom Käpsele. Ein Bücherwurm auf Reiersfüßen. Oh, zerpiepst, da ist eine. Jetzt hat er eine Abisse. Jetzt guckt nicht so kariert. Ja, ich suche mir ein Mädel übers Internet. Ich will ja auch nicht einmal neu sein. Auch als Bücherwurm hat man so seine Bedürfnisse. Deshalb habe ich mir jetzt bei elitewürmer.com ein Profil angelegt. Billig war der Spaß fein nicht. Aber ich habe mich natürlich gut verkauft. Ich habe geschrieben, dass ich gern koch und putz. Da fahren die Mädel voll drauf ab. Ein Kerl, der kochen kann und sein Kehrwoch selber macht. Das ist quasi wie ein Sechser im Lotto. Lass mich mal geschwind gucken. Nachricht von Schneckle. Oh, die sieht aber nett aus. Das ist tatsächlich ein Schneckle. Und sie ist ein Bücherwurm, so wie ich. Hat die denn nur schon gefallen? Wie ist denn mit der Sprachkenntnis? Hobbys, Wünsche, Alter, Beruf, Sprachkenntnisse, da sind sie. Heile Blitz! Die schwätzt sogar Schwäbisch. Das ist mir wichtig. Nicht, dass die mir so einen Flädrewisch vermittelt, der bloß Hochdeutsch schwätzt und in Breschtling nicht von einem Geissertli unterscheiden kann. Man will sich ja schon gediegen unterhalten können, gell? Freilich will ich die kennenlernen. Oh, guck, jetzt schreibt sie etwas. Hallo, Spätzleslover. Das bin ich. Spätzleslover ist mein Nickname. Du siehst nett aus. Und wir haben wohl auch dieselben Interessen. Wollen wir uns einmal persönlich kennenlernen? Oh, die geht aber ran. Die will ein Date. Die will tatsächlich ein Date mit mir. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, heide Bimbam. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das Bild, das ich eingestellt habe, ist 10 Jahre alt. Wenn die mich jetzt im wahren Leben sieht, da verschrickt die wahrscheinlich. Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, was mache ich denn jetzt? Was für ein Hirtle setzt man denn auf zu so einem Date? Und was soll ich mit der schwätzen? Vielleicht ist die bloß hinter meinem Geld her. So etwas gibt's. Das liest man ja jetzt überall. Oh, das macht mir jetzt ganz schalu. Aber die wartet jetzt auf Antwort. Oh, Käpsele, da hast du ein bisschen reingeritten. Jetzt muss ich mit ganz viel Fingerspitzengefühl antworten. Hallo, Schneckle. Hallo, Schneckle. Schneckle. Stunden später. Liebe Grüße, dein Spätzleslover. So, das ist jetzt genau der richtige Text. Hey, der Blitz, das war nicht einfach. Und absenden. Was ist denn das? Was ist denn? Neu, nicht mein Text. Mein ausgefeilter Text. So ein Lumpengruß da war, wenn man die Kiste einmal braucht. Elitewürmer, hast so ein Lokes. Von wegen Spätzleslover. Ich gang jetzt in Disco wie früher. Da haben wir auch kein Internet braucht, um ein Mädel kennenlernen. Was sagt sie mir so ein Scheißdreck, aber auch Online-Dating am Computer. Das braucht doch kein Mensch. Ich bin doch kein Lellebäbel. Ich gang jetzt in Disco verfügbar. Editio Käpsele. Bei uns wird auf Schwäbisch rumbusiert. www.editio-käpsele.de. Ha! 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 Staying alive! Staying alive! Ha! 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 Staying alive! Staying alive!